unserer Sonntagsmatinee heute begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Barbara Kindermann-Trelenberg und ich bin eine von 8 Künstlerinnen der Künstlergruppe Kunst im Stern, die in diesem Jahr die 5. Kunststern-Ausstellung mitinitiiert hat. Eigentlich sind wir seit den Herbstferien 9 Künstler, denn seitdem haben wir unser Musiker Achim de Groot mit seiner Klangwerkstatt dabei. Ich freue mich, dass er uns heute musikalisch begleiten wird. Und sollten Sie Lust haben, an einem Workshop bei ihm teilzunehmen oder einfach nur reinzuschnuppern, dann können Sie sich gerne an ihn wenden und ihm Fragen lösen. Und besonders freue ich mich, Herrn Werner Schlegel begrüßen zu dürfen. Herr Werner Schlegel ist unser Literat heute. Und er wird uns eigene Texte zum Schmunzeln und Lächeln vortragen oder vorlesen. Ein paar Worte über Herrn Schlegel. Mit 16 hat er seinen ersten eigenen Artikel für eine Lokalzeitung geschrieben. Das hat ihn Blut lecken lassen und er ist diesen Weg weitergegangen. In den 80er Jahren war er Redakteur für Politik bei Kuckloch, Chefredakteur des Mühlheimer Stadtkuriers. Er schrieb und arbeitete als freier Autor und Journalist für die Zeit, den Stern, die Taz, Vorwärts und Marabou, sowie für Hörfunk und für ZDF. Er war Pressereferent und macht derzeit Öffentlichkeitsarbeit für Verdi. Seit 2006 leitet er die älteste noch existierende Literaturwerkstatt Deutschlands. Und zwar befindet die sich bei uns in der VHS hier in der Insel in Mar. 1976 wurde ein erster eigener Lyrikband veröffentlicht, später auch Prosabände und Sachbücher. Seit 1999 bestreitet Herr Schlegel bundesweit Auftritte mit literarischen Kabarettprogrammen, aus denen er uns heute hoffentlich einen Vortrag. Nun zu unserer Ausstellung. Sie heißt in diesem Jahr Mash-up Art. Der Begriff kommt aus dem Englischen und bezeichnet die Erstellung neuer Inhalte durch Kombination unterschiedlicher Themen, Techniken und oder Materialien. In der Ausstellung zu sehen sind Malerei, Plastiken, Objekte, Installationen, Schmuck und Collagen. Ich freue mich, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal einen Katalog erstellen konnten und wenn Sie möchten, können Sie den für 5 Euro erwerben. So, und nun hoffen wir, humoristisches, literarisches und musikalisches zu hören und uns damit einzustimmen und anschließend, wenn Sie möchten, führe ich Sie durch die komplette Ausstellung. Und nun wünsche ich uns viel Spaß, gute Unterhaltung und ein paar schöne Stunden. So, bitteschön.